Guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. 8 Familienmitglieder sind tot. Sie wurden gezielt mit einem Kopfschuss umgebracht. 2 Kleinkinder und ein Baby überlebten. Die Polizei hat bisher keine Ahnung, wo das Motiv liegen könnte und sucht jetzt mit zusätzlichen Einheiten nach dem unbekannten Täter. Der neue Deutsche Welle-Star Joachim Witt ist gerade auf Tour, als er die Nachricht erhält, dass sein Zuhause in Schleswig-Holstein durch ein Feuer komplett zerstört wurde. Jetzt kam raus, der Sänger wurde vor 2 Wochen im Netz bedroht. Heftig. Morgen ist ein wichtiger Bereich. Morgen wird nämlich ein neuer Bundespräsident gewählt. Einer der Kandidaten ist Bau- und Partylöwe Richard Lugner. Das ist der, der zum Wiener Opernball immer für wahnsinnig viel Geld prominente Damen einlädt und der gern öffentlich seine sehr jungen Frauen wechselt. Gerade an Tagen wie heute, wo das Wetter so richtig ungemütlich ist, wünschen sich viele an einen Ort, wo es schön sonnig und warm ist. Benno und Heike aus Baden-Württemberg haben sich diesen Traum erfüllt. Sie haben im sonnigen Florida was völlig Neues gewagt und eine Bäckerei eröffnet. Wir haben sie dort mal besucht. Die meisten 4-jährigen Jungs spielen mit Spielzeugautos, Star Wars-Figuren oder Bausteinen. Paul dagegen spielt bei jeder Gelegenheit Kontrabass. Ein Instrument, das Kinder normalerweise erst mit 10 Jahren lernen. Und Paul liebt Rockmusik. Echt stark. So, für heute war's das von uns. Wir sind ab Montag wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an der Stelle meine Kollegin Lissy Ischak. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Tschüss, machen Sie's gut.